War diese Fahrt nach London etwa der in dem geheimnisvollen Brief aus dem Jenseits erwähnte Ausflug in den Zitronengarten? Nach Fentons Tod sei die Freundschaft zwischen Darton und Lasters allerdings in Feindschaft umgeschlagen. Inspektor McFeverhan folgert daraus, dass Darton und Lasters sich diese anscheinend in der Glockenstube versteckten Zitronen missgönnen. Was aber sind diese Zitronen? Und wer ist dieser Henry aus dem Jenseits? Als der Inspektor noch in der gleichen Nacht Lasters in seiner Hütte aufsucht, um ihm auf den Kopf zuzusagen, dass er hinter diesen Briefen aus dem Jenseits und dem Glockenmord steckt, findet er zu seiner Überraschung dort nicht nur Lasters, sondern auch Darton vor. Haben die beiden verfeindeten Komplizen eine Art Waffenstillstand geschlossen? Lasters gibt zwar zu, die Kartentasche verloren zu haben, von den Sterbeurkunden bzw. den Briefen aus dem Jenseits will er jedoch nichts wissen. Im Übrigen lehnt er die Beantwortung weiterer Fragen ab, da er sich erst um sein schwachsinniges Mündelkind kümmern müsse. Als Inspektor McFeverham dieses bedauernswerte Geschöpf sehen will,